Und damit willkommen zurück zu Tiberium Crisis. Die finale Nod-Mission. Hier geht's um alles. Wir müssen diese kleine Datenmatrix, alias Tacitus, wir müssen von der GI bergen. Aber zuerst müssen wir auch noch die Market of Cain erwecken. Zwei Missionen in einer. Ihr seht schon die Gebäude da, wo die Market of Cain mit drin sind. Oh, das wird interessant werden. Sehr interessant hier. When I first dreamt of the Market of Cain, I knew that only you, my child, could guide and direct. Bin mal gespannt, wie wir da hinkommen. Irgendwelche Transporter noch hier haben. So, die Mantis, davon werden wir ein paar bauen. Ich denke mal, dass wir Hammerheads hier Gegenwehr bekommen werden. This sleeping army must be awakened. You must claim the cybernetic nodes that control them. Claim the nodes. So, aufstellen. So, wir können es klassisch mal aufteilen. Aber Reckoner sind doch schon sehr stark, was das angeht. Das ist echt nicht normal. So, schon mal Flugabwehr hier bauen. Ich möchte so viel wie es geht hier sammeln. Alles übernehmen, wie es möglich ist. Das kann dann weg. Das gehört alles mir, das ist alles meins. Meins. Venomblätter will ich noch nicht einsetzen. Ich möchte erstmal. Zack, zack. Sofort hochrüsten hier. Okay, Geld haben wir erstmal noch genug. Deswegen brauche ich zu Anfang viele Sammler. Dass wir das schnell übernommen bekommen. Wo sind meine Venom? Wir haben noch. Ey, Kollege. Ganz, ganz ruhig, denn Tacitus haben wir noch nicht. Noch nicht. Der versteckt sich nämlich hier oben. Schön, dass wir die ganze Karte schon mal sehen können. Da hat er sich versteckt. Du bist auch in August. Yep, genau deswegen. Ich hab's gewusst. Ich hab die Mission vorher noch gar nicht angespielt. Ich wusste, dass sie mit Hammerheads kommen. Ich wusste es einfach. Jetzt braucht man nur noch die Tiberium-Raketen. Ja, so kommen. Perfekt. Erstmal mit kleinen Sachen hier angreifen. Kombination hier unbedingt haben. Ein Redeemer so als, ja, als Show-Effekt. Ist immer geil, so eine Reinhardt hier stehen zu haben. So, die Leon-Raketen sind ganz wichtig. Schon mal Obelisken hier hinstellen. Instruction complete.
Oh, Spectre, ich liebe sie, ich liebe Spectre. Schaden ist ekelhaft. Einfach nur ekelhaft. Boom. Warte mal, ich baue gleich noch einen Kraftfaktor dazu. So, anderes Modus. Wenn die treffen wollte. Na, da ich Gott. Ja, schon mal richtig gebaut hier. Ich denke, wir werden das nochmal machen. Ein paar Reckon einstellen. Our base is under attack. Was habe ich denn da gesehen? Komm mal zurück. Einfach zurückkommen, Leute. Keine Schande. Our base is under attack. Das gefällt mir doch. Das gefällt mir doch. Immer schön aufs Ganze hier. Dass die Affen es doch wagen, mit Hammer jetzt hier reinzukommen. Schwierig. Lass mal das zuballern. Ich lasse sie trotzdem hier stehen. Nichtsdestotrotz. Die sollen angreifen, die sollen Schaden machen, die Leute. Nehmen wir noch ein paar Obelisken mit hier rein. Guck mal, sowas funktioniert. Ich weiß noch nicht mal, was. Na, perfekt. Da ist das nächste Tier im Feld. Da kommt ja ein Mammut. Waffe will ich nicht bauen. Ich möchte das hier nichts triggern. Das ist nicht gut. Ja, Artillerie gegen Artillerie, Kollege. Hier können wir ja einsacken. Mal hier den Beschützer. Ah, nee, ich will sie nicht bauen. Bitte, genau das mache ich. Genau die Scheiße mache ich. Perfekt. Deswegen kannst du. Ja, du kannst es nicht übernehmen, das funktioniert nicht. Da ist viel zu viel los. Komm mit. Komm mit. Komm mit. Komm mit. Viel zu viel los. Einfach mal. Schade. Einfach nur schade. Wir machen echt gut Schaden hier. Die Mission hat ein bisschen schwierig. Was hat denn da geschossen? Okay. Boah, ich hätte so gerne Juggernaut. So gerne.
einfach noch mehr Artillerie. Bergen, Bergen, Bergen. Oh, sieht nicht gut aus. Kommt mal zurück. Na gut, er hat's versucht. Er hat's versucht. Ja, trotzdem werden die Standardtruppen so zertrümmert. Boah, ist das ekelhaft hier. Bisschen Tiberium. Du hast noch nicht mal die Chance, hier rauszukommen. Okay, das ist kaputt. Perfekt. Habt ihr gut gemacht. Ja, das muss ich irgendwann auch mal abkühlen. Habe ich die KI jetzt mal die letzte Zeit auch mal wahrgenommen, dass sie sich irgendwann mal abkühlt. So, kommt noch einer hin. Ihr müsst nur einen gewissen Grad an Angriffen abwehren. Und irgendwann mal, hoffe ich auch mal in dieser Mission, noch mal ein bisschen Verschnaufpause. Das ist echt merkwürdig, dass die einfach so hier durchkommen. War schon sehr, sehr knapp. Structure ready. So, und davor kommen auch noch Lasertürme. Belasse das erstmal so, deswegen sage ich aber immer wieder, geht nicht zu voreilig nach vorne. Ihr wisst nie, was kommt. Das ist das große Problem. Ja, Schussdistanz von denen ist echt mies. Ich habe die können auch nur so weit schießen, dass wir gucken können. Eieieiei. So toll gemacht. Du kannst da nicht hingehen, diese Region. Du kannst da einfach nicht hingehen. Our base is under attack. Das ist auch wirklich schwer, dort zu kämpfen. Okay. Ja, Leute, ihr müsst euch auch mal abbauen. Schwierig, wenn ihr das nicht macht. Ich komme nicht ran. Warum? So, noch ein paar Spectre bauen. Angriffsmodus. Immer auf Angriff, immer auf volle Pulle. Ja, ich weiß. Braucht trotzdem ein bisschen Zeit, mich hier zu kalibrieren.
So, Festplatte weg. Wir lassen nur einen sammeln. Deswegen brauche ich auch ganz gerne viele Abwehrstellung. Verstehe gerade nicht, wieso meine Flugabwehr nicht reagiert. Immer ein bisschen merkwürdig. Jetzt erst. Das ist echt ein großer Nachteil. Ich muss unbedingt mit Venom-Gleitern, oder besser gesagt noch, die brauchen eine Titanvorrichtung, die Venom-Gleiter, dass die hier in dieser Gegend operieren, nicht auf Angriffsmodus gehen, dass das hier das Sichtfeld erweitert wird. Aber wir kämpfen schon eine Weile. Oh, so viele Einheiten, die wir nicht mitnehmen können. Our base is under attack. So, komm da mal weg. Fahrt mal ein bisschen mehr in die Basis rein. Dann wird doch schon einer reichen. Ach, der Sammler kommt auch noch. Ihr seid ja lustig, Leute. Ihr seid ja echt lustig. Ja, meine Spectre, die rangen sich wie blöd. Die rangen sich wie die Blöden. Und das meine ich, also mit denen machst du nichts falsch. Überhaupt nicht. Oh, Redeemer bringt mal hier vorne mit hin. Hier wurde es gerade ein bisschen knapp. Da ist ja mein Venom. Also nur hier oben stehen. Dass die weiter gucken können, die Leute. Darum geht es mir, nur um das Sichtfeld. Also schon knackig hier, also ist echt nicht ohne. Aber mit Spectre-Mast, das ist so perfekt. Aber sie können immer noch nicht weiter schießen, das verstehe ich nicht. Ich hab doch alles aufgedeckt. Da ist doch Nachholbedarf, dass man die Flugabwehr von der Reichweite ein bisschen größer macht. Ich finde das echt ein bisschen traurig gerade. Ich muss noch welche hier reinstellen. In die Basis. Dass wir überall einen Punkt haben zum Abwehren. Du kommst erstmal raus. Vorne mit drin. Spectre weiter schießen. Na, noch einen Tacken, noch einen Tacken. Oh, so viele Juggernauts, die ich hätte übernehmen können, ne? Aber du hast keine Möglichkeiten. Du hast. Hey! Hier vorne hin, Kollege. So ist auch schön. Man kann so viel übernehmen. Oh, Kommando ist da. Ich habe nichts mehr zum Reparieren. Keine Ingenieure mehr. Ich bin mal genauso scheiße wie die KI. Genauso scheiße. Einfach sich mit Spectre eingraben. Das ist auch nicht Sinn und Zweck. Ich muss ja irgendwie weiterkommen. Oh, weia. Das muss gesichert aus funktionieren. Und dann braucht man noch separate Einheiten, die auch kämpfen. Wieso repariert ihr hier nicht mehr? Habt ihr keinen Bock mehr? Nicht gut. Nicht gut. Können wir Infanteristen mal mitnehmen. Our base is under attack.
Panzer angegriffen die ganze Zeit. Ach so. Ich spendiere euch mal was hier. Ein einsamer Pferd ist das kein Problem, er wächst das am schnellsten nach. Wenn es geht, behaltet euer Geld auch für die Tiberium-Saat. Ist nicht viel, aber ihr könnt immerhin noch ein bisschen was damit machen. Und zur Ablenkung immer was hinbauen. Immer was hinbauen. Ach, die haben ihn runtergeholt. Perfekt. Das meine ich. Das ist eben das Blöde daran. Ja, ich versuche zu reparieren. Das ist nicht gut. Die scheppern auch hier rein. Ich glaube, du brauchst noch was. Also mal so, die GI auf dieser Schwierigkeitsstufe gefällt mir sehr gut. Die Angriffe sind schön knackig. Wir sind hier schon eingeengt. Oh, deswegen. Hoch. Ja, auch sonst, das bringt nichts, dann meinen Venomgleiter dahin zu schicken. Es regnet. Das ist so eine geile Kombination. Die Spectre greifen von oben aus an, machen hier einen Stahlhagel sozusagen. Und die Juggernauts, die zimmern so dermaßen rein. Du bist befördert, bitte repariert ihn doch. Das ist auch so ein kleiner Bug. Und wenn die Einheit nicht mal repariert. Das gefällt mir überhaupt nicht. Ja. Hä? Wo seid ihr jetzt hergekommen? Aus dem Tunnel. Oh nein, muss ich auch noch flechten. Mal kurz gucken, was hier abgeht. Ja, ich kann doch nicht alles machen. Müsste ich auch Verständnis für haben. Das ist echt sehr, sehr schwierig hier. Ja, muss auch wieder was hin. Das können wir alle mitsammeln. Das würde ich ganz gerne noch die Juggernauts einsacken. Ah, sehr ärgerlich hier vorne. Ich weiß ja euch noch nichts, was ich da machen soll. Und das zum Thema, die KI legt sich irgendwann mal. Nee, sie tut es irgendwie gar nicht. Das ist gerade echt das komplette Gegenteil hier. Ja, jetzt. Ah, hier sind die Wracks Schrott. Schade. Gucken, dass ich mal mit euch was anfange. Also, Tarnung mit reinhauen. Bringt nicht viel, ich weiß. Gucken, dass ich hier Untergrundsysteme zerstöre. Erstmal einiges getarnt.
aus Respekt an, natürlich. Nur ein paar Sachen, die ich einnehmen muss. Einfach mal rausnehmen. So, ist das Tunnelsystem schon mal weg. Ich will ungern mit dem Redeemer alleine laufen. Ganz ungern. Okay, zwei Stück sind schon da. Stimmt. Okay, wird nicht mehr repariert. Die Mission kann echt ein bisschen dauern. Ja, könnt ihr einen die können keinen Transporter rufen. Kann ich einen Transporter bauen? Ah, ist aber merkwürdig. Ich würde ganz gerne einen Spike-Turm hier einnehmen. Generell die hochstehen. Gut, die können auch drankommen mit Artillerie. Das ist kein Problem für die GI, die ihren Juggernauts. Generell so die Sachen, die hier sind, auch den Turm zum Beispiel, den kann man einnehmen. Ich weiß gerade nicht, was hier vorne ist. Also auch die Beriumsaat packen wir mit rein. Das ist nur ein Tropfen auf den heißen Stein, ich weiß es. Aussetzen können. Na, nicht wirklich. Okay, raus. Perfekt. Rick, Flugabwehr. Ah, deswegen kommen wir da nicht hin. Das ist eine Flugabwehr. Gönn. Auch hier produzieren. Das hat die GI in Kane's Sache auch gemacht. Hat die am meisten in der Mitte produziert und die oberen Basen, die waren einfach nur so da. Als Zierde. Wo ist denn mein Transporter eigentlich? Da ist er! Ich hab dich schon vermisst, Kollege. Our base is under attack. Our base is under attack. Ja, dann mehr Flugabwehr. Noch mehr. Noch mehr. Die Spekte, die dann rauskommen, die bleiben da stehen. Fünf Stück. Als letzte Mission finde ich das echt sehr, sehr gut. Dass die KI auch mitmacht. Ich kann auch ein bisschen Zeit investieren. Erstens, die sind nicht eingestiegen. Ich drehe einmal ab. Ich muss kurz eine Ablenkung machen. Haben wir noch gepackt. Perfekt. Drei Venomblätter haben das Ding zerstört. Das ist sehr gut. Jetzt geht bitte rein. So widerlich wie es geht bauen. Ach, wenn er sich absetzt, dann
steigen sie aus. Ja, das wusste ich vorher auch nicht. Hab nicht drauf geachtet. Komm, noch mal ein bisschen Strom mitnehmen. Komm, mal hinten hinfliegen. Geld ist gerade echt wichtig hier. So, Spectre sind. Ah, perfekt. Verteilen sich gerade alle schon im Lager. So, ist geheilt. 5. Ja. 5 Leben. Ganz toll gemacht, ganz toll gemacht. Mal wieder nachbauen. Ich weiß, es ist echt langwierig jetzt hier. Ich will nicht wissen, wie lange die Mission noch gedauert hat. Das ist echt stückchenweise vorkommen hier. Ich muss auch Avatare bauen, aber ich möchte erstmal meine Basis komplett beschützt haben. Sei es Luft, sei es Boden, einfach alles. Ich habe keinen Bock, dass die hier durchkommen. Gerade bei solchen Missionen ist es wirklich sehr wichtig, auf das Kleinste zu achten. Jede Kleinigkeit zählt hier. Ja, das verstehe ich nicht. Die nehmen die Flugabwehr raus, als wäre es nichts. Deswegen muss ich die Flugabwehr noch hier vorne hin bauen. Also hier hinten. Ich weiß echt nicht, wo das Problem da ist. Boah, Digga. Einmal stehen bleiben und du bist komplett gearscht hier. Kommt man mit hier hoch. Können wir schon mal. Ah, ich will ihn noch nicht einnehmen. Das wäre zu früh. Erstmal einnehmen, bevor wir hier alles fertig haben. Kann sich doch genug verstecken. Genau wegen solchen Geschichten fliege ich. Sollte ich erstmal Bombern hinfliegen. Die Lage checken. Ob das sicher ist. Lieber hier. Ja, das Wrack ist wieder Schrott. Den rückwärtigen Raum werde ich auch mal absichern. Ich mache die Tiberiumfelder jetzt mal ein bisschen größer. Ich lasse die beiden immer noch sammeln. Nicht wundern. Jetzt schicke ich den dritten mal los. Dann werde ich mir das Kraftwerk hier noch schnappen. So viel Kraftwerke schnappen, wie es nur möglich ist von der GDI. Hat ja auch oftmals Auswirkungen. Nächsten Störsender hier reinhauen. Dass der alles mit abdeckt. Mit. Dann musst du näher dran kommen, ne? Und weg mit dir. Schmutzteil. Mal 10 von euch. 5 von euch. Und 10 von euch. Ich muss mal so langsam, aber sicher hier mal angreifen. Das ist ja sonst eine Katastrophe hier. Von wo können die GDI denn noch kommen? Wir müssen doch irgendwo noch mehr Tunnel haben. Ja, alles gut. Alles gut. Alles gut. Da können wir auch einen Störsender reinhauen. Ich weiß. Das hat schon echt Auswirkungen auf die KI. Sehr schön.
ja echt gut aus hier. Boah, wie lange wir schon am Kämpfen sind, wie ich auf meine Zeit achte. Meine Güte. Ach, die greifen das auch an. Ja, mach mal ruhig. Das ist nicht schlimm. Kurz. Warte mal mit, Leute. Ich will was gucken. Ich pack euch jetzt nochmal auf 3. Seht ihr? Genau deswegen. Genau deswegen solltet ihr aufpassen, was ihr einnehmt. Die kommen mit ihrer Artillerie an. Manchmal treffen sie, manchmal schießen sie gegen die Felswand. Ist aber nicht zu 100% sicher, was sie machen. So, die müssten eigentlich Verstärkung von außerhalb bekommen. Matsuna will ich aber auch nicht dran fliegen, weil die, glaube ich, noch einen Schutzwall haben. Ja, Flugabwehr, perfekt. Jetzt muss ich mir die Mitte mal anschauen. Ein bisschen blöd finde ich, dass die Gebäude da nicht frei bleiben, die wir aufgedeckt haben. Weil die Sicht haben wir ja schon. Oh, ich glaube, die sind sauer. Raus. Oh, hier steht ein bisschen was, ne? So gefällt mir das. So gefällt mir das. Oh, wie viel, das ist so viel Potenzial, was man einnehmen kann. Aber die sind wenigstens abgelenkt. Jetzt kommen sie mit Hammer jetzt an. Die hat das Kraftwerk angegriffen. Die Juggernauts nicht. Ja, wir bauen unsere Armee da unten auf. Er trifft. Wenn die jetzt kaputt gehen, nicht schlimm. Sollen sie mal kommen. Ich werde da eh nichts von haben, weil die mit einer Masse wieder nachkommen. Ja, immer schnell reparieren. Die Tunnelsysteme müssen unbedingt raus. Ihr seht ja, was da an Einheiten rauskommt. Das ist die Zusatzverstärkung für die GDI. Boah, das ärgert mich gerade, ne? Das ärgert mich am meisten. Nicht, dass sie da oben stehen, sondern dass ich die nicht einnehmen kann. Das ist ja das Problem. Auf und nachbauen. Okay, ist wieder bereit. Zack, weg. Schön, alle gerankt schon. Alle auf heroisch. Tut das sich langsam weh? BGI? Beriumsaat. Ich will den Tempel nicht bauen. Ich habe schon in einer Mission erlebt, sobald ihr eine Superwaffe baut, baut die GI auch eine. Und das kann ich gerade hier nicht gebrauchen. Ich stelle euch mal vor, die haben eine Superwaffe, die knallen sie eiskalt hier rein. Und dann könnt ihr die Mission neu starten. Ohne Witz. Das könnt ihr neu starten. Dann bist du wirklich gebrochen. Ich glaube nicht, dass ich da oben bauen kann. Das wird mir ja verwehrt. Es wäre schön gewesen, was Interessantes zu bauen. Ja, schade. Der Bauradius fehlt uns einfach. So, dann geht's bei beiden weiter. Richtig, Mantis muss auch noch mit. Wir brauchen Flugabwehr. Na, wenn machen wir die Bude auch voll. Ja, die steht ein bisschen zu nah an der Felswand. Die können das dann nicht lokalisieren.
Deswegen stellst du weiter hinten auf. Ist ja alles gut. Wenn Spectre nicht trifft, dann die Jarranas. Deswegen will ich auch noch so die ganze Truppe haben wollen. Hier noch mit reinstellen, was meint ihr, was hier für eine Party neu ist? Die kommen jetzt schon kaum noch durch hier. Die kommen gar nicht mehr durch. Deswegen will ich noch das Team hier unten mitnehmen, inklusive des Redeemers, das will ich uns hier ausbreiten. Das wir erstmal uns hierhin begeben, die beiden Sachen einnehmen und halten. Ich muss gucken, was hier oben drauf steht. Und das wir uns allmählich mal ausbreiten, dass wir den Bauch hier hinstellen, hier dicht machen. Das ist, wie ich jetzt Stück für Stück die Karte erobern. Die beiden, dass ich hier drin stehen. Ah, die kommen jetzt so kommen an, dass wir das Gebiet übernehmen. Lass uns hier ausbreiten, hier genauso schützen wie hier vorne, weil dann wechselt die KI von den Angriffen hier unten. Gehen dann nach hier unten drauf, deswegen müssen wir den Bereich schützen. Also explizit auch hier oben, weil hier ist nämlich noch der Tunnel von der Market of Cain. Also den Bereich beschützen, den Bereich sichern. Gucken die Antennen, die nehme ich zum Schluss ein, wenn wir alles soweit fertig haben, die drei. Ja, manche haben gewechselt. Schon gut, dass die Jaren uns abgelenkt sind. Wie viele kommt denn noch? Ah, es wird nur noch der Kollege gebaut. Mantis ist auch soweit. Packen wir mal auf 2, kommt mal hier mit runter. Inklusive Flammenpanzer seid auf 1. So, MCV, ich baue noch einen. Oh, lieber noch eins. Ja, ich weiß, Sander. Wir sichern schon mal den Bereich ab, stellen dann hier unseren Bau hin, bauen genau, so wie ich es gerade gesagt habe, in jede Richtung aus. Immer ein bisschen warten. Weil Kleinvieh macht ja auch bekannterweise Mist. Können wir um die angreifen, ne? Das gibt es doch nicht. Das finde ich ein bisschen schwach. Okay, wenn ihr fahren wollt, macht mal. Macht mal. Wir sollen mal ein bisschen Action hier sehen mit den Einheiten von Not. Ich denke mal, der Obelisk wird ganz locker da oben dran kommen. Erstmal die Flugabwehr wegmachen. Das nervt ganz schön. Wo meine Flammenpanzer jetzt hin wollten, das ist echt eine gute Frage. Das meine ich ja, jetzt greifen sie hier vorne an.
Das ist sehr schön, wenn die ganzen Juggernauts ankommen. So, ein paar von euch umbauen. Ja, ich muss mich wieder auf 10.000 Sachen gleichzeitig konzentrieren. Nicht, dass die hier Blödsinn machen. So, Spectre geht mal mit. Gut, Spectre selber erledigt. Spike-Turm ist kaputt gegangen. Perfekt, perfekt, perfekt. So viele Juggernauts. Das macht man, ich kann nicht mehr übernehmen. Oh, guckt euch das mal an, das sind Schätze. Nehmen die Juggernauts mit, die sind mir gerade viel wichtiger. Nein! Meine Spectre haben meine... Das ist der Nathan an Spectre. Das ist echt der Nathan an dem. Wieder stehen. Na, greift er nicht. Oh, gut. Weiß ich Bescheid. Sie sind gefangen. Sie sind gefangen. Nicht kaputt machen, nein! Bitte dich! Ich beeile mich auch schon. Nein, bleib da stehen! Geh weg! Lass meine Einheiten in Ruhe.
Ja, super, wieder Schrott. Boah, ich mag das überhaupt nicht, ne? Warum greifen sie die Einheiten nicht drumherum an? Verstehe ich nicht. Verstehe ich absolut nicht. Gib mal hier den Schinken. Den Bereich noch absichern, auch noch ein MDF hier stehen. Das MDF ist dann zum Reisen gedacht. Zack. Ja, irgendwann kommt dieser Knackpunkt, dann seid ihr über diesen Todpunkt hinaus. Und das ist auch kein Problem mehr, gegen die zu kämpfen. Das ist, der Anfang ist wirklich, ja, schon hart. Mal können wir noch da oben einen schicken. Zack, weg da. So, noch ein Bauhof. Habt ihr jetzt die Schnauze voll? Die greifen nicht mehr an. Wir haben fast eine Stunde gekämpft und die greifen nicht mehr an. Och, Leute, nö. Hat gerade so Spaß gemacht, jetzt ohne Witz. Hat echt Spaß gemacht. Obwohl man so lange in so einer Mission drin ist, das macht richtig Bock. Okay, die Mauern, die sind nicht zu. Das sind keine Tore drin. Ich mach mir mal selber ein Tor. Ein bisschen ausweiten. Ist denn irgendwas versteckt? Pack ich mal auf 1 drauf. Irgendwann haben auch die Schnauze voll. Wir uns mal hier ausbreiten. Construction complete. Construction complete. Structure ready. Mal hier hinpacken. Zack, zack. Structure ready. Und mal kurz hier hinsetzen. Können wir mal einsammeln. Packen wir ein bisschen Flugabwehr hin, dann können wir dann erstmal übernehmen den ersten. Structure ready. Construction complete. Building captured. Our base is under attack. Achso, die Standardprozedur. Der ist schon heroisch. Das hat die GDI ja perfekt hinbekommen.
Was machen wir hier noch den Laden zu? Structure ready. Na, 5000 sehen gut aus. Gefällt mir. Our base is under attack. Mhm. Dann gehen wir mal langsam hier oben hin. Wird auch mal Zeit. Structure ready. 2 von euch, dann nochmal 2 Obelisken, dann dürfte das eigentlich hier unten auch durch sein. Structure ready. Nee, Tempel brauche ich immer noch nicht. Structure ready. Our base is under attack. Das wird eher nicht mehr repariert. Zack. Ich möchte diesen Kristall haben. Dann nicht. Sehr schön. Das machen wir gleich auch mal hier oben. Lasse ich das noch bei ein. Dürfte eigentlich auch funktionieren. Hier ist das bei Ruhe eingekehrt. Zum Glück. Wo sind die? Hat die GI jetzt echt aufgegeben? Boah, schade. Die haben so einen Druck gemacht hier. Ja, ich sage, das ist alles bestimmt von der Mitte gekommen. Alles von denen. Und jetzt hört sie auf. Also eine Stunde Kampf, sehr gut gemacht. Ohne Witz, echt sehr gut gemacht. Und für ein Finale darf das auch ruhig so sein. Kommst mal mit. Das ist dann nach dem Indian Spectre auch noch. So, dann müssen wir hier vorne aufstellen. Du kommst mal mit hier vorne hin, dann passt das Ganze auch. Ihr kommt auch mal mit. Das bleibt alles so stehen. Den. Construction complete. Construction complete. Construction complete. Our base is under attack. Construction complete. Also, kommt mal mit, vorsichtig mal eben hinstellen. Das war Flugabwehr. Structure ready. Our base is under attack. Structure ready. Building captured. Ein bisschen was zum Reparieren brauche ich auch noch hier. Ich lasse den Rest einfach mal so stehen. Dann müssen wir weiter höher bauen. Bis dann mit ihm wieder hochgehen. Zack, zack. Sie werden wieder repariert. Merkwürdiger Bug ist das. Das ist ja hier. Der Kollege. Direkt mal hier hinstellen.
Nee, auf den Trichter komme ich jetzt nicht, jetzt alles abzubrechen und den ganzen Leuten hier nach vorne zu gehen. Dafür habe ich die separaten Einheiten hier stehen. Aufgeräumt haben sie schon sehr, sehr gut hier. Genau, zerstört das Silo. Das können wir gebrauchen. Vielleicht mal ein paar Tarnpanzer. Ach, der ist ein... Deswegen über Flugabwehr stellen, ihr könnt niemals sicher sein hier. Genau, zerstört man sie doch. Ja, das ist echt ein Problem. Guck mal, mit dem müssen wir uns da raus. Oh. Du musst reinfahren, ne? Das war ja klar. Gut, wenn sie das wieder auch zerstört haben, von mir aus. Alles weg. Dann dürfte wohl endgültig Ruhe sein. Ihr dürft sammeln. Aber was Tiberium angeht, ist wirklich sehr wenig hier. Da muss ich die Kohle wirklich über die Türme reinholen. Oder über die Silos. Dahin. Dann setzen wir uns hier vorne hin. Weil der repariert ist. Der Groß geht mal vor, der ist gerannt. Können wir auch unser Tunnelsystem einnehmen. Nein, nicht kaputt machen. Ja,
Schlechte Idee, die vorfahren zu lassen. Los, ist doch irgendwas hat noch ein Upgrade hier. Aber da hoch ist sicherer. Sichern. So, das ist wieder fertig. Perfekt. Es ist nicht viel Geld, aber es reicht immerhin aus, um unsere Kassen zu füllen. Jetzt bin ich mal so langsam aber sicher hier die unsere Sachen hier einnehmen. Ein bisschen Vorsicht mit der Bäume. Ja, wir drängen euch schon zurück. Das dauert zwar ein bisschen, aber es funktioniert. Mal hier oben drauf. Immer mal ein paar Ingenieure nachbauen. Dann den einen Knochen kommt jetzt auch noch einer, dann kriegen wir noch die Market of Kane. Das wäre schon sehr gut. Da lassen wir unten stehen. Der kommt mit hier oben hoch. Auch erfüllt. Endlich. Hab ich noch einen Tarnpanzer irgendwo hier? So, beamen können. Ja, haben wir. Oh, hab ich jetzt einen vergessen? Ich weiß nicht, hier ist einer. Da oben. Da muss ich erstmal gucken gehen. Ich geh erstmal hier vorne hin. Da muss ich erstmal gucken, ob es auch sicher genug ist. Nein, nicht. Und nicht. Das ist krass. Das muss noch abgewehrt werden.
müssen erstmal noch den Bereich hier oben beschützen, dass hier noch ein Mobile-Skin kommt und noch ein bisschen Flugabwehr. Ich will das endlich hier fertig haben. So, ein Shredder-Turm und ein Laserturm. Ich habe zwar noch keinen Angriff hier gehabt, aber ich will es nicht provozieren. Ist ja immer schon mal was gekommen. So, nochmal die ganzen Gebäude upgraden hier. Das sollte wohl ausreichen hier. Dann haben wir ein bisschen was aufgestellt. Das machen wir genauso. Und in den Rage-Modus natürlich. Nee, der große wird nicht repariert. Reparatur verweigert. Na, ich lasse sie mal lieber hier oben. Hier kommt mit. Hier kommt alle mit. Kämpfen uns mal hier oben durch, damit wir den Knotenpunkt haben. Damit endlich mal Verstärkung kommt. Gut, der Horror hat immer aufgehört. Von euch braucht noch so viel. Zurück, bitte. Einmal hier oben sammeln, bitte. Tarnpanzer mal gut. Jetzt kann auch der Kollege da oben alles einnehmen. War schon gerade knapp. Oder? Sehr schön. Avatar ready.
Behold, for I shall open the vaults and cause them to arise unto the land. Spawn von meiner Haustür. My prophecies are as truth, for you are now one with the mark of Cain. Das ist jetzt Harakiri bei denen. They are the physical embodiment of your will, an army. Aber schon geil gemacht. Aus zwei Missionen eine gemacht. Sehr, sehr geil. Take them. Use them. Bring me the Tacitus. Ich bin schon dabei. Aber braucht man das nicht, bekommt er durch. Hier kommen alle hier runter. Was ist denn hier oben gespawnt? Habe ich gar nicht gesehen. Sind hier oben auch gekommen? Lass uns mal da ankommen hier. Hier müsste der Luftwaffenstützpunkt sein, der kleine. Ich denke, da müsste auch Flugabwehr sein. Nö, 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 nicht. Nicht angreifen, bevor ich es. Ah. Sache, da ist was. Doch nicht. Interessant. Aber viel ist aber auch nicht mehr. Wir werden mal eins mitnehmen. So, ihr geht mal zack, zack. Ja gut, wenn das nicht kann, dann lassen wir es mal so stehen. Dann gehen wir jetzt hier vorne hin. Brauchen noch Flugabwehr hier oben. Also Mantis. Ganz wichtig sind die. Ganz, ganz wichtig. Habt ihr schon gesehen, dass der Firehawks rumgeistern? Noch ein paar Ingenieure. Komm, dann machen wir mit dem ein bisschen Stress. Schaden. Zum Ärgern optimal. Da war Panzer gar keine Chance gegen. Wahnsinnseinheiten. Weg da, Panzer reichen weiter. Da sind jetzt noch Gebäude. Leute, nicht so nah. Oh, Flugabwehr. Nur mit den paar Truppen hier, da reißt du so viel schon weg. Nichtsdestotrotz gehen wir nochmal hier vorne hin. Ich will jeden Bereich hier gesichert haben. Das heißt GDI frei. Ich will keine Überraschung haben. Sowas zum Beispiel. Überraschung. Und die kommt von außerhalb. Bleib doch mal stehen. Ja,
mit. Wir besuchen mal die andere Seite hier. Gut, dass sie sich nicht um uns kümmern. Trotz der Gegner, die können sich echt sehr gut wacker halten hier. Die GDI hat ihn nicht mehr abgebaut. Leute! Was wollen die angehen? Oh, noch ein Rick. Dürfte auch vorbei sein, ja? Gucken wir mal da oben in den Ecken alles nach. Ich sehe, da ist noch einer drin. Die Eierköpfe mit drin. Der Tacitus. Schönes Gebäude. Muss man alles hier frei machen. Das Gebäude mal ganz sehen. Kleiner Schutzschild mit drauf. Das Einzige, was wir machen könnten, wir könnten uns jetzt hier oben aufstellen. Wollte gerade schon sagen, was ist jetzt hier los? Hallo? Ingenieure? Ja, ich brauche noch einen Transporter. Können wir überhaupt da reingehen? Sicher doch. Perfekt. Muss gleich endlich mal geschafft. Ich kann euch jetzt schon mal sagen, wir sind ja schon kurz vor Ende. Das war's noch nicht. Ich weiß noch was. Ich weiß noch, was hier passieren wird. Das wird richtig geil. Richtig geiles Finale ist das. Dahin, ihr kommt dann mal mit. Eigentlich nur noch, ja, noch eine Sache gebaut hier.
komm schon mal zurück. Ja, wir sind schon dabei. Alles gut. Aber woanders kommen die bis jetzt nicht raus. So, das dürft ihr alle mal mitsammeln. Das ist schlecht. Das ist ganz, ganz schlecht. Das hat einen Grund. Ein Spectre kann ich noch auf dem Schirm gehabt. So, ich muss auch mal nach unten begeben. Das ist so mies, dass du hier nicht mehr bauen kannst. Na, komm, lass mal gehen. Ach, ich bin noch... Oh. Ich hab den einen gar nicht eingenommen. Ich bin auch echt... Einfach nichts sagen. Einfach nichts sagen. Bin nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Ohne Witz. Nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Dass ich eine Radarstation nicht habe. Alles gut. Kann ja alles lösen. Ernsthaft? What? Da stehen schon Ingenieure parat. Die warten nur noch auf meinen Einsatzbefehl. Noch einen Bauch bekommen. Damit, ich stelle euch mal mit parat auf. Ist kein Bauf mitbekommen, das ist echt schade. Das ist echt sehr, sehr schade. So, rein mit euch. Tada! Oh, das hört sich echt mies an von den GI-Commander. Das ist trotzdem mein Tacitus. Oh. Ein Bosskampf. Ist ja geil. Sowas finde ich wiederum, das macht wieder richtig Laune.
Okay. Das macht richtig Laune. Hol das Scheißding von Himmel runter. Macht sie fertig. Geil. Richtig geil. Na gut, das ist ein bisschen unfair, dass ich das vorher schon wusste. Ich habe das ja schon mal angespielt. Aber... das ist immer wieder geil zu sehen. Es ist immer wieder geil zu sehen, wenn die Arcus auf das Spielfeld kommt und die bringt noch Einheiten auf das Spielfeld mit drauf. Also zwei, habt ihr gesehen, zwei Kommandos und zwei Titanen. Das ist einfach nur Wahnsinn. Hätte man Tacken stärker machen können, die Arcus? Weil gegen Flugeinheiten hat die echt... Ja, konnte sie wenig ausrichten. Ja gut, wenn ihr jetzt so viele Mantis baut, wie ich das gemacht habe, dann hat das Ding auch gar keine Chance mehr dagegen. Selbst wenn ihr Raketensoldaten baut, das Biest hat keine Chance. Joa, ich würde mal sagen, als finale Mission sehr, sehr gut gelungen. Auch die Schwierigkeit der KI, sie hat wirklich reingehauen. Das war echt nicht ohne. Und im Nachhinein so kann man sagen, das hätte noch, was heißt, schwerer sein können. Zum Schluss hin, also nach einer Stunde Spielzeit, hat die KI nichts mehr produziert. Ich weiß nicht, woran das liegt. Keine Ahnung, vielleicht kann mir das irgendeiner mal beantworten, der da ein bisschen affiner drin ist. Ob das eine Einstellungssache ist oder ob das an der Mod generell liegt oder ich weiß es nicht. Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht und ja, das war die Nordkampagne. Da würde ich mal sagen, vielen Dank fürs Einschalten, bis zum nächsten Mal und bis dann.